Ups. Nein! Was ist das? Oh, kletter ein bisschen schneller, Artisan. Nein! Und desynchronisiert. Sehr gut. Ziel verloren, natürlich. Ah, ja, na klar. Okay, es gab hier. Okay, es gab die Möglichkeit, hier zwar durch einige Häuser zu gehen, aber Erinnerung für mich. Du gehst halt auch direkt durch. Du kannst das nicht steuern. Du bleibst halt. Du bleibst halt nicht auf. Was denn? Ich sehe den doch. Muss der jedes Mal mit der Kamera drauf zielen oder was? Naja. Oi, du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Townhouse. So. Aber trotzdem, eine sehr nice Geschichte, wenn es zumindest darum geht, zu flüchten. So, wir verfolgen weiter den verdächtigen Mann. Ja, ja, dreh dich nur oft um. Hier oben siehst du mich ja dann tatsächlich nicht. So. Was ist denn los? Hm? Wo soll's denn hingehen, mein Freund? Ach, du warst auch hier. Alter! Scheiße! Wo will er denn hin? Das kam jetzt ein bisschen überraschend, muss ich zugeben. Ich hoffe halt nicht, dass er das Dach wieder zurückgeht. Sehr gut. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! Na, Charles, ich hoffe, du hast mich zumindest gesehen. Aber die schießen jetzt nicht auf mich. Na gut, vielleicht hat er mich auch einfach nicht erkannt. Ja, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nie sagen. Ah. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Eventuell schwimmen wir raus? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was der Sinn machen wird. Ja. Sehen es halt immer noch. Wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie zeitnah wegkommen. Sehr gut. Eine Reise nach Boston. Okay, das ist, da innerhalb von einer Minute rauszurennen, das ist jetzt nicht so schwer gewesen. Völlig andere Richtung. Ja, warum sollte ich euch auch abhängen? Hä? Bleibt doch mal entspannt. Oder ist das Fandungslevel bei mir jetzt cool? Sind die drei Punkte, die da unten? Sind das die Fandungslevel? Ich weiß das gar nicht. Bin mir tatsächlich, was das betrifft, gerade gar nicht so sicher. Bedeutet es dann im Umkehrschluss, dass ich ständig aufpassen muss? Du bist ein toter Mann, ein toter Mann! Ja, dann würde ich einfach sagen, dann. Moment mal, was ist das? Was ist das denn für ein Zeichen? Okay, jetzt werde ich wohl später herausfinden, was ich mit den Kumpels machen kann. Die dient bestimmt der Ablenkung. Oh.
hier drüben. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhaus. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Was kann ich denn jetzt tun? Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Man darf uns nicht zusammen sehen, okay, sondern die Steckbriefe hängen. Oh. Wo sind die denn? 57 Meter, 32. Wir gehen über die Dächer. Ach. Echt jetzt? Oh, wie hoch ist denn das Dach? Mensch. Dauert ja Ewigkeiten. So, wo hängt der denn hier? Andere Seite vom Haus, okay, verstehe. Ja, da hättest du jetzt nicht hochgemusst. Na gut. Das Gute ist hier, dass noch relativ leichte Gegnercharaktere hier sind. Sehr gut. Das Kampfsystem ist, wenn man sich dran gewöhnt hat, dass Kontern halt jetzt auf einem anderen Knopf ist. Auch wieder ein wunderbar flüssiges. Und auf jeden Fall Spaß machend ist. So, wir haben hier um die Ecke. Du da, halt! Komm hierher zurück, du Bastard! Also es ist ja schon fast leichter, die ganzen Wachen zu töten, anstatt hier die Blätter abzureißen. Der Vorteil der Wachen hat natürlich auch noch, dass wir noch ein bisschen Geld bekommen müssen. Ja, sehr gut. Das ist kein schöner Anblick. Auch hier fehlt mir gerade so ein bisschen das Verständnis dafür, was ist jetzt hier von viel Geld und was nicht. So, müssen wir jetzt darüber? Scheint so. So, jetzt dürfte man aber nicht mehr zu erkennen sein, oder? Also es sollte ja schon einen Unterschied machen, nachdem wir die Zettel abgerissen haben. Ah, Connor, da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Ja, wo ist denn der Drucker? Ach so, die Richtung. Okay, alles klar. Also ist die Frage, ob das halt auch nicht schon wieder zu viel ist. Verdammt,
Wir sind zu spät. Da ist ein Kontrollpunkt. Komm mit. Hier lang. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Ich dachte immer, die Freimaurer seien die Templer. Wo finde ich den Tunnel jetzt? Oh, sie spricht immer in Rätseln. Kann ich hier irgendwie so ein bisschen schuppen? Was weiß ich denn, wo diese Tunnel sind? Mal ganz ehrlich, läufst du mir hinterher oder ich dir? Nein! Hör doch hier rein. Was ist denn los? Ist doch offen! Oder geht das jetzt nur bei Verfolgung? Wo sollen denn diese Tunnel sein? Er spricht von Tunnel? Ist das jetzt ein Bug? Interaktion bei aktiven... was? Achso, falsches Haus. Ja, ich sehe es gerade. So. Ja, dann gehen wir halt von hinten ran. Ach, guck mal. Wir sind ja schon an der Dorfgrenze, Mensch. Ah, wie kommt das schon irgendwie hin? Geh fort, Junge! Ja, mein Fehler. Trotzdem keine Ahnung, was der mit Tunnel macht. Warte mal, der ist doch ein Tunnel angezeigt. Da müsste aber auf der restlichen Karte aber auch ein Tunnel zu sehen sein, oder etwa nicht? Müssten ja irgendwo andere Tunnel eingetragen sein. Sind sie aber nicht. Ja, komm, da kommen wir schon irgendwie hin. Ich sag's, wie es ist, so frech wie ich übers Dach. So erschmarrn, da warte ich doch nicht. So. Sie fragt. Aber zwecklos! Anlegen! Nein! Feuer! Ja, jetzt kommen sie natürlich alle um die Ecke. Aus den Bauschen natürlich gleich diese ganze Staffel. Von euren Verbrechen erfahren. Er hat nichts getan. Lasst ihn in Ruhe. Er hat kein Recht, ihn so zu behandeln. Das sagt er jetzt. Aber irgendwie hören die nicht. Er hat nichts getan. Mein Freund. Lasst ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Er schlachtet euch gerade alle an. Aber ihr solltet ihn unbedingt in Ruhe lassen. Sonst wird die ganze Stadt von euren Verbrechen erfahren. So, wer will jetzt erstes? Oh Gott. Ihr habt kein Recht, ihn so zu behandeln. Lasst den Burschen los, sonst wird die ganze Stadt von euren Verbrechen erfahren. Ah. Gott, oh Gott. Oh, sehr gut. Er ist nur ein Kind. Er hat nichts getan. Lasst ihn in Ruhe. Er hat nichts getan. Ist das geil, wie er das durchpredigt. Ist das geil? Sehr schön. Freie Schussbahn, Mann. Haut doch auf das Pferd drauf. Klare Schusslinie. Ah, shit. Oh, sehr schön. Ein doppelter Konter. Ich bin nahezu zufrieden. Lasst den Burschen los, sonst wird die ganze Stadt von euren Verbrechen erfahren. Ah.
Ja, ich geb's ja zu, anonym ist anders. Hier wären wir also. Ich sehe dich drin. Na klar. So lächerlich. So lächerlich. Na gut, okay. Alles klar. Zumindest haben wir auch trotzdem volle Synchronisation erreicht. Wer hätte das gedacht? So, bitte weiter. Natürlich müssen wir uns noch den Druckerpressen entledigen. Klar, Buchdruck wurde hier mittlerweile erfunden. Warte! So, und ich sag mal so, die Katakomben, die werden wir in der nächsten Aufnahme erforschen. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich verweise nochmal ganz kurz auf die Videobeschreibung. Dort findet ihr den passenden Amazon-Link zu den Spielen, beziehungsweise zu dieser Spiele-Kollektion. Eine neue Heimat oder irgendwie so ähnlich heißt die. Ja, und dann würde ich sagen, sag ich tschö mit Ö und vielleicht sehen wir uns ja schon morgen wieder. Bis dahin, tschüssikowski.